Hallo und herzlich willkommen zu Backen und Kochen mit Stefan. Heute möchte ich euch zeigen, wie wir Ganache herstellen. Das brauchen wir zum Überzug für unsere Torten. Ist ganz einfach herzustellen. Wir können das auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen machen. Ich mache heute Zartbitter-Ganache. Dafür brauchen wir Zartbitter-Kuvertüre und Sahne. Zuerst die Kuvertüre fein hacken. Je feiner ihr die Schokolade hackt, umso schneller schmilzt sie natürlich hinterher in der aufgekochten Sahne. Die Werte, das Verhältnis bei Vollmilchschokolade oder weicher Schokolade, weißer Schokolade ist ein anderes. Die genauen Zahlen könnt ihr natürlich in meinem Blog nachlesen. Das ist ziemlich wichtig, sonst wird die Ganache hinterher nicht fest genug oder zu feste, wenn ihr das Mischungsverhältnis Sahne zur Kuvertüre nicht einhaltet. So, ich habe meine jetzt nun fein gehackt und werde jetzt die Sahne aufsetzen zum Aufkochen. So, für meine Menge an Ganache gebe ich jetzt 400 Gramm Sahne in einen Topf. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn euch irgendwann ein bisschen Ganache fehlt und ihr müsst welche nachmachen. Also deswegen, ich mache immer etwas mehr, da bin ich auf der sicheren Seite, die lässt sich auch einige Zeit aufheben im Kühlschrank, das ist kein Problem, von daher lieber etwas mehr als zu wenig. So, die Sahne muss jetzt aufkochen. Wenn die Sahne kocht, die Hitzezufuhr entfernen. Ihr müsst normalerweise, wenn ihr keinen Gasherd habt, den Topf vom Feuer nehmen, weil er sonst noch nachgeheizt wird. Bei mir, wenn der Gasherd aus ist, kommt auch keine Hitze mehr. Also die Sahne ist aufgekocht. Jetzt geben wir die Zartbitterkuvertüre, die fein gehackte, hinzu. Rühren sie in die Sahne ein. Und lassen sie in Ruhe schmelzen. Nach 1 bis 2 Minuten sollte die Kuvertüre schon geschmolzen sein. Ihr seht, es sieht so ein komischer Brei. Dann könnt ihr jetzt mit dem Löffel oder mit einem Schneebesen ein wenig unterrühren. Und jetzt müssen wir am besten mit einem Pürierstab die Kuvertüre mit der Sahne verbinden, damit sie eine feste Verbindung eingehen.
Ihr seht, die Sahne und Kuvertüre haben jetzt eine homogene Masse ergeben, die jetzt ein wenig abkühlen lassen und dann mindestens 24 Stunden im Kühlschrank oder an einem anderen kühlen Ort vor dem Verarbeiten lagern. Wenn sie dann verarbeitet wird, also im Kühlschrank, dann müsste sie mindestens 1-2 Stunden vorher rausnehmen. An einem normalen kühlen Ort wird es wahrscheinlich nicht so lange dauern und auf Zimmertemperatur bringen. Und dann mit einem Rührgerät, mit normalen Schneebesen, etwas aufschlagen, bis das die Ganache die gewünschte Konsistenz für eure Verarbeitungszwecke erreicht hat. Eigentlich ganz einfach. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Backen und Kochen mit Stefan. Tschüssi!